Okay. Ja, meine Damen und Herren, heute die Trainerrunde etwas jetzt geht kürzer halten, weil unser Gast eigentlich dringend fort musste und der Spielertrainer im Moment unter der Dusche steht, habe ich gerade erfahren. Steffen Moritz aber dennoch, meine Damen und Herren, zum heutigen Spiel. Andreas, eine Frage ganz von Anfang an vielleicht an dich. Wie groß ist eigentlich die Erleichterung nach dem heutigen Spiel? Die ist natürlich riesengroß, denn uns war bewusst, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen mussten nach den Niederlagen, nach den drei Niederlagen in den letzten Spielen. Und es ist natürlich nicht einfacher, sage ich mal, wenn du mit 13 Punkten hier auch zu Hause aufläufst, dort, weil der Kopf dort, weil du nie weißt, was im Kopf dann letztendlich vorgeht. Wir haben deswegen auch die ganze Woche eigentlich uns auf uns konzentriert, gesagt, was wir machen wollen, was wir machen müssen, was wichtig ist, die Tabelle außen vor gelassen, haben auch nochmal gesagt, jetzt die 60 Minuten sind entscheidend, alles andere müssen wir weglassen, versuchen wirklich trotz der Situation mit Spaß und Freude zu spielen und vor allem 60 Minuten, wir wussten, dass Ziegelheim, ich denke mal, vielleicht eine der kampfstärksten Mannschaften in dieser Liga ist und sie sich nie aufgeben, sodass wir wirklich auch auf dem Level eigentlich bei den Grundtugenden ansetzen wollen und dann über diesen Kampf ins Spiel finden. Und man hat es, glaube ich, am Anfang gemerkt, haben, glaube ich, zwei oder drei völlig freie Situationen am Anfang, ich glaube, in den ersten anderthalb, zwei Minuten schon verworfen. Aber es hat gut passiert, wir machen weiter, ich mache gerne mit Absicht Fehler und haben uns dann, wie schon gesagt, peu à peu dort rausgekämpft und letztendlich natürlich auch mit der Differenz im Spielstand, wo wir immer weiter die Führung ausbauen konnten, natürlich auch die Sicherheit gefunden, die wir jetzt ganz wichtig auch gebraucht haben nach diesem Oktober. Ja, ich denke, das eine Kompliment geht dann die Mannschaft von der HSG. Ich denke aber, Andreas hat schon angesprochen, ich denke, es war ein Kompliment auch an die Mannschaft von Ziegelheim, die trotz des Spielstandes eigentlich nie aufgegeben hat. Das muss man ganz einfach als Kompliment an diese kampfstarke Mannschaft von Ziegelheim denken. Was war heute der Unterschied zwischen der HSG und Ziegelheim? Ja, guten Abend erstmal nach Freiberg und herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich denke, der am Ende völlig verdient worden. Unsere erste Halbzeit, denke ich mal, war indiskutabel, sowohl vorne als auch hinten. Zweite Halbzeit war dann ein wenig besser, aber vielleicht hat Freiburg auch wenig Druck rausgenommen. Die Mannschaft hatte sich sicherlich heute viel vorgenommen, gerade nach dem letzten Auswärtssieg in Goldbach. Aber wir wussten vorher, dass die Freiburger besser besetzt sind und konnten heute eigentlich nur gewinnen, sage ich mal. Aber sind dann sehr verhalten ins Spiel gestartet, was uns vielleicht nach einer Viertelstunde, denke ich mal, war das Spiel bei den 10-4, 11-4, stand es ja wirklich nicht entschieden, aber die erste Halbzeit war gelaufen, die Köpfe gingen runter bei uns. Wir sind dann in der zweiten Halbzeit nochmal ganz gut reingefunden, hatten eine gute Phase, aber wie gesagt, die Grundsteine hat Freiberg für den Sieg in der ersten Halbzeit gelegt und da hatten wir einfach stellenweise 15, 20 Minuten keine Mittel, um da wirklich was entgegenzusetzen. Der Bertram Schön hat es auf der Spitze, denke ich mal, ganz gut gemacht. Wir hingegen sind mit unserer offensiven Deckung nicht so gut gefahren. Aber uns lagen wir auswerten. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, ein verdienter Sieg für die HSG aus Freiburg. Andreas, ich denke, man hat aber trotzdem heute auch, denke ich, als Zuschauer mitbekommen, wie wertvoll und wie wichtig Ihr Schitanschuss in der Spielstruktur des ganzen Spiels war. Ist das so oder brauchen wir dort noch eine Verstärkung der Position? Naja, Jürgen hat ja, ich denke, nur Deckung gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht im Gegenschluss mal zwei, drei Angriffe mitgelaufen, aber in der Deckung von der Organisation her, das war schon wichtig dann. Der wirklich die Truppe hinten zusammenhält, obwohl das, ich muss auch sagen, Martin Schäffler jetzt immer wieder auch sehr gut gemacht hat, im Zentrum der Deckung organisiert hat. Aber wichtig ist natürlich die Übersicht von uns und aus dem Gegenschuss von Jürgen, weil er wirklich die Situation erkennt. Vorneweg sind immer viele Optionen, aber den richtigen Pass zu spielen, das ist eben seine Stärke und deswegen haben wir sicher auch im Gegenschuss viele, viele Chancen gehabt. Haben wir noch einige auch im ganzen Spiel dort auch wieder liegen lassen. Aber ich denke trotzdem, was eine insgesamt geschlossene Mannschaftsleistung und ich würde auch sagen, Berti hat auf der Spitze ein super Spiel gemacht, hat denke ich noch zwei, dreimal klaren Ball rausgespielt in der ersten Halbzeit, wo es eigentlich überhaupt nicht zu verhalten gab. Hat auch im
vom Wurf her, ich denke, fast eine Situation können wir direkt genutzt haben. Aber genauso David auf der anderen Seite hat Aidens schon Fehlwurf gehabt, denke ich mal, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Und auch Martin Schettler, der zuletzt aufgrund seiner jetzt privaten, sage ich mal, mit dem Studium beginnt in Dresden, dort ist alles ein bisschen anders, muss zum Training herkommen und so weiter, hat man schon gemerkt, dass er dort, dass ihn das ein bisschen beschäftigt hat, dass er dort erstmal die Umstellung bringen musste. Und ich denke, heute hat er auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht und man hat es ja bis zum Schluss gesehen. Die letzte Zeitstrafe war natürlich keine Zeitstrafe, aber er wollte bis zum Schluss, dass kein Gegentor mehr fällt. Also wirklich hat die Mannschaft dort auch mitgerissen, auch draußen immer wieder kommt immer wieder weiter. Und das sieht man wirklich eigentlich den Willen der Mannschaft. Und sie hat sich jetzt heute belohnt, nachdem es auch in den letzten zwei Spielen schon möglich gewesen wäre. Ja, ja, klar. Wie weit? In Siegheim. Wie weiter? Wir haben vor der Saison eindeutig gesagt, wir können diese Saison nur gerade nach dem Abgang von David Heinz von Spiel zu Spiel denken. Das wollen wir auch weiterhin machen, wollen uns von Spiel zu Spiel steigern, was wir auch in der Trainingseinheit und vor jedem Spiel ansprechen. Heute war vielleicht wieder ein kleiner Schritt nach hinten, aber in der nächsten Woche spielen wir zu Hause gegen Köthen. Haben wir auf keinen Fall was zu verlieren. Aber wie gesagt, da müssen die Köpfe wieder frei sein. Das Spiel heute hier vergessen, gerade die erste Halbzeit. Und nächste Woche geht es wieder von vorne los. Und wie gesagt, von Spiel zu Spiel denken. Und dann fallen vielleicht noch ein paar Punkte diese Saison. Wir werden sehen. Ja, ich denke, in meiner Meinung sehr schade, wenn der Zietenheim aus der Mitteldeutschen Oberliga herausfallen würde. Ich denke es nicht. Die waren heute, denke ich, vom Kampfkreis her top motiviert. Und ich meine ganz einfach, ich habe es vorher schon gesagt, ich bin überzeugt davon, dass ihr keine Probleme haben wird, die Liga auch zu halten. Da bin ich ganz überzeugt davon. Nicht Kopfschütteln, es wird so sein. Ich bin überzeugt davon, dass sie schaffen. Ich denke, ich habe eine Freundschaft. Woche steht, wie heute Abend schon ein paar Mal angeklungen und angekündigt, ja, ein wichtiges Sachsen-Derby unter anderem auch an. Gegen Hoyerswerda. In Hoyerswerda wird sicherlich nicht ganz einfach werden. Alle Mann an Bord nächste Woche? Bis auf den Morgen, zum Augenblick, eigentlich gehe ich mal davon aus, wir haben uns heute drei angeschaut, ich spiele jetzt Gerti. Und Arne und Thomas waren ein bisschen verletzt, deswegen war es gut, dass sie jetzt nie nochmal aufs Feld mussten, dass sie doch wirklich versuchen können, jetzt ihre Verletzung dann auszukurieren oder zumindest die leichten Dinge, die sie haben. Aber zu Hoyerswerda, wir wollen natürlich nächste Woche auf jeden Fall das Spiel gewinnen. Das kann jetzt oder das soll jetzt eigentlich nur ein Anfang gewesen sein, weil wir brauchen noch einige Punkte bis zur Winterpause und wir wollen dort in Hoyerswerda 100, also auf jeden Fall nachlegen. Jetzt haben wir erstmal gesagt, wichtig erstmal dieser Sieg heute. Und danach, wie schon gesagt, kann das heute bloß ein Anfang gewesen sein und wir werden uns die Woche auch hundertprozentig vorbereiten, dass man, egal wie schwer das wird in Hoyerswerda, ist klar, Derby auswärts vor verkaufte Halle hundertprozentig in Hoyerswerda, dass wir dort siegreich sind nächste Woche. Na gut, die Mannschaft wird sich auch noch, denke im Dezember mit ein oder anderen Position verstärken. Die alle haben das sicherlich gelesen in der Presse, dass ja Jan Holbein wieder zur HSG zurückkommen wird. Aus Gründen heraus, die wir uns überlegt hatten als Präsidium unter anderem, und wir haben im Vorfeld auch mit der Mannschaft gesprochen. Die Mannschaft war auch eindeutig der Meinung, dass es gut wäre, wenn Jan Holbein wieder zurückkommt. Der spielt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 7.12. gegen Blauen, glaube ich, wird das erste Heimspiel wieder bei uns machen. Dann haben wir auch diese Position im Kreis wieder etwas verbessert. Vor allem ganz einfach, ich denke, Erik Neumann in der Zwischenzeit als Führungsspieler am Kreis in allen Spielen, wo man bislang ein tolles Spiel immer wieder gemacht hat. Das haben wir auch heute wieder gesehen. Ich denke, dort haben wir zumindest eine Alternative. Und wir haben die Alternative auch auf halb links noch mit Erik Neumann und Martin Schätzler so oder so. So, meine Damen und Herren, Fragen? Ja, Fragen nicht, aber ich würde mal das Spiel nicht überbewerten. Also, das Siegerheim war wirklich schwach. Ja. Und dass das die kampfstärkste Mannschaft ist. Ja, man muss es immer aus mehreren Sichten. Ich spreche richtig, klar.
Man muss aber dazu sagen, es war... Nur, dass man das hier... Ja, ja, klar. Man wird sich dafür, denke ich, auch nochmal an der einen oder anderen Stelle auch nochmal Gedanken machen. Das wird, denke ich, auch innerhalb des Trainerteams auch passieren müssen. Keine Frage. Aber dennoch, ich denke, Siegenheim, so ganz schlecht kämpferisch haben sie heute nicht sich gezeigt. Vor allem, ich denke, die zweite Halbzeit war gar nicht so schlecht. Vor allem, ich denke da an Oliver Kurz, der durchaus ein bisschen Schwung in die Mannschaft reingebracht hat, mit seinen 4 oder 5 Toren, die er gemacht hat. Ich denke, es war gar nicht so schlecht. Andreas? Ja, ich wollte noch mal sagen, natürlich hast du recht, das darf man auf gar keinen Fall überbewerten, das ist hundertprozentig klar. Und Jürgen hat auch oben schon, also ist eigentlich eher unzufrieden, muss ich mal sagen, weil eben viele kleine Sachen dann noch passiert sind, auch in der Deckung mit Einläufer, mit dem Ball, Gegenball und so weiter, wo Details dann wirklich in anderen Spielen auch entscheidend sein können. Also das ist klar, dass man das war wirklich ein Anfang jetzt, deswegen hatte ich ja auch gesagt, aber überbewerten dürfen, das nützt uns gar nichts, wenn wir nächste Woche das Wetter verlieren, sag ich mal, das müssen wir nächste Woche versuchen. Zu verbeugen, zum Beispiel den Sieg heute. Und die nächsten Spiele natürlich mit das gehört dazu. So, meine Damen und Herren, wenn keine weiteren Fragen sind, dann war es. Vielen Dank, aber einfach nochmal den Hinweis: Morgen früh, 11 Uhr, Topspiel hier in Freiburg, ohne Topzuschlag. HSG Freiburg gegen den deutschen A-Jugendmeister Füchse Berlin, hier ist der Hauptgruppe an. Ich denke, das wird morgen früh ein tolles Spiel, und wenn ich so die Aussagen heute so von dem Trainer A-Jugend gehört habe, dann sage ich, könnte vielleicht sogar eine Überraschung sein. Die machen wir alle morgen, das wäre eine Sensation. Und ich würde mich freuen, wenn Sie morgen früh wieder begrüßen könnten. Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag.